Wir haben jetzt auch einen Stadia-Account, wo ihr uns unterstützen könnt. Kommt in unserem Aufbau befindliche Discord-Community, profitiert von anderen Vorteilen und beeinflusst aktiv unsere Inhalte. Link dazu in der Videobeschreibung auf unserem Kanal oder auf Instagram. Und damit wünschen wir euch recht viel Spaß bei dem kommenden Video. Und ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge hier bei Warp Dust. Es ist wieder Zeit für 10 Minuten 40k, was bedeutet, wir werden uns alles außer 10 Minuten länger mit einem Thema beschäftigen. Und dabei ist der wunderbare Max, der heute etwas poetisch werden will. Ja, ich bin immer poetisch. Mein wunderschöner, gut aussehender, sehr, sehr zerstreuter Julian. Ich habe mich schon gefragt, von wem du redest, aber ja, gut, der Name passt. Siehste. Ja, ich wollte ja zumindest, bevor ich dich irgendwie halbwegs beleidige, dir erstmal noch ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Ja, das kennst du ja. Dem wir aber auch nochmal Honig ums Maul schmieren müssen, ist unbedingt unserer Community, würde ich mal sagen. Ne? Ach, du weißt, Community-Pflege ist überhaupt nicht mein Ding. Ich hasse die Leute ja eigentlich. Ich finde es total lustig. Er hat halt vor nicht mal einer Minute oder so hat er gesagt, das ist so krass, für jemanden, der nichts erwartet hat, ist unsere Audience halt schon richtig heftig. Das kann ich ja sagen. Ich kann ja trotzdem sagen, dass die Leute nicht leiden kann. Das stimmt auch wieder. Siehste? Er fährt weiterhin das Image des Bösen. Guter Cop, böser Cop, ja, auf uns angewendet. Das passt schon. Das ist nur eine Rolle, Leute, die ich spielen muss, ja. Er zwingt mich dazu. Auch wenn es technisch gesehen der Abitest wäre, ne? Oh ja. Also, da sehe ich mich. Leute, 800 Abonnenten auf YouTube, das ist krass. Das heftig. Ist nice. Also 803 zur Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, wenn ihr das hier hört, sind wir schon ein bisschen drüber. Nehme ich mal an, mal gucken, was die Woche noch so kommt. Ja, sind wir doch locker bei 1000. Ja, das, also ich sag mal so, 1000 im Oktober wäre schön, realistisch ist es jetzt leider nicht, muss ich sagen. Wahrscheinlich, wenn wir das Anfang November dann erreichen. Aber ja, das bedeutet mehr Stuff für euch auf YouTube. Beziehungsweise für Kanalmitglieder. Und was da alles noch so kommt, ja, das sehen wir dann. Und auch Riesendank natürlich die Leute, die uns jetzt nur rein auf Podcast hören. Eure Resonanz ist ja der Hammer. Gerade, sage ich mal, die vorletzte Folge mit Lufa, die kam ja bei euch so dermaßen gut an. Okay, war auch, also müsste auch sogar eine unserer längsten sein, würde ich mal fast sagen. Ich glaube auch. Also wir haben da recht viel Zeit investiert. Also nicht nur beim Aufnehmen, zumindest von meiner Seite halt auch sehr viel vom Recherchieren her. Ja. Ich meine, ich habe ein Buch gelesen für eine Folge. Also nicht, dass ich jetzt keine 40k-Bücher lesen würde, sondern aber ich habe noch nie gezielt ein Buch für eine Folge gelesen und gekauft. Das Ding ist halt, ich habe mir dieses Buch, während wir aufgenommen haben, habe ich mir dieses Buch als Hörbuch gekauft. Und ja, es ist schon ziemlich nice, muss man schon sagen. Also hast du es dir gekauft, weil du dachtest so, ja gut, jetzt lese ich auch mal, oder weil dir die Zitate gefallen haben? Weil ich die Zitate ziemlich gefeiert habe und du ein bisschen was aus dem Buch erzählt hast und ich mir dachte, das klingt nach einem ziemlich geilen Konzept. Vor allen Dingen besonders, weil es ja ein sehr einzigartiges 40k-Buch ist, weil wir selten was aus der Ich-Perspektive haben, finde ich. Ein Alfarius-Buch? Ja, das wollte ich ja sagen. Also außer das Alfarius-Buch fällt mir kein 40k-Buch ein, was aus der Ich-Perspektive ist. Und komplett? Ja, gut. Ja, dieses. Das Loser-Buch ist aber auch nicht komplett aus der Ich-Perspektive. Das ist nur die Flashbacks sind aus der Ich-Perspektive. Ja, was drei Viertel des Buches ausmacht, ja, ich weiß, aber. Was wir sagen wollen, kauft euch das Buch. Es ist sehr gut. Ich bin mal gespannt, das ist ja Teil von so einer Charakterserie. Ich habe mir ja den ersten Teil jetzt, also das Buch davor jetzt auch nochmal fix bestellt. Also die. Hier, Valdor, Birth of the Imperium. Das ist so großartig. Ich empfehle euch übrigens was. Also die Horus-Heresy-Bücher, wer die lesen möchte, dem lege ich unglaublich die Sammelbände ans Herz. Ja. Wer es nicht wie Max auf Audible hört, richtig. Weil die Einzelbände so nicht mehr aktuell erhältlich sind. Aber ich empfehle auch den Leuten von Audible, wenn ihr dieses Abo habt, habt ihr ja pro Monat ein Hörbuch gratis. Kauft euch nicht die kurzen Einzelbände, die jetzt irgendwie nur 3-4 Stunden oder sowas gehen, sondern wirklich die Sammelbände oder die großen Bücher. Die halt, also, und ganz ehrlich, die 40k-Bücher, die gehen halt mindestens 12 Stunden. Das ist halt so, zwischen 10 und 12 ist so Mindestlaufzeit. Da habt ihr halt echt was von. Und die sind, also über die Deutschen kann ich nicht viel sagen, aber die Englischen sind großartig eingesprochen. Also meistens ist es ein Sprecher und die sind geil. Also da ist das Geschriebene ist super geil, sonst würden wir euch die Bücher an sich nicht empfehlen. Aber auch die Performance der Sprecher ist einfach großartig.
Und ich muss halt auch nochmal sagen zu diesen Büchern, also die Geschichte ist wirklich großartig. Also die Horus Heresy ist eine der besten ganzen Stories, einfach im ganzen 40k. Man muss natürlich sagen, klar, auch jede Reihe hat schwächere Bücher, gerade bei einer Reihe, die über 50 Bücher fasst, Ja. ist auch das nicht vermeidbar. Aber das sind doch sehr, sehr wenige. Und gerade wenn man sich zum Beispiel so ein Band kaufen sollte, der für 30 oder 28 € über den Tisch geht, wo ihr im Schnitt dann halt 10 € pro Buch bezahlt, das ist verschmerzbar. Also ich werde jetzt zum Beispiel auch nochmal anfangen, die nochmal komplett zu sammeln, weil ich habe ja ein paar Einzelromane, die mich so angucken, gerade vom Regal. Aber mir fehlen halt ein paar, gerade so Master of Mankind würde mich nochmal interessieren. Ist noch nicht raus im Sammelband, weiß ich auch. Aber ich werde demnächst nochmal anfangen zu sammeln. Das heißt, da gehen jetzt demnächst nochmal 300 € von meinem Konto runter. Naja, Wer hat, der kann. muss ja wohl. Ich hab noch nicht. Was auf jeden Fall auch runtergehen wird, wie Öl, würde ich sagen, ist das heutige Thema, beziehungsweise ist es genau wie Öl auch schwarz, ne? Alter, also die Übergänge, an denen müssen wir nochmal arbeiten oder zumindest drüber Ja, reden. Ja, der der war war nicht so groß, gut. der war großartig, Julia, der war großartig. Ah. Aber anders als, also dieses Öl, ja, das würde dem heutigen ja gar nicht mal so gut tun, weil Öl und Feder macht sich ja gar nicht mal so gut zusammen. Wir reden heute über Corvus Corax, dem Raben. Und der Name heißt halt tatsächlich auch Rabe übersetzt. Was witzig ist, wenn ihr das googelt, das erste ist, Eine Band. was kommt, genau, und diese Band ist lustigerweise, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist die zweite Band, die ich als junger Mensch mal live gesehen habe. Cool. Wo ich, also das ist sehr lange her schon, aber woran ich mich erinnere, ist, dass sie mit einem, glaube ich, fast 2 Meter Metschlauch auf die Bühne kam, wo oben ein Trichter dran war. Und ich vor der gesamten Masse dann das Ding trinken musste. Es war so lang, ich musste dann vorne auf die Knie gehen, auf dem Konzertboden, hab das getrunken und der hat so viel reingegossen, dass ich halt husten musste, dabei die Hälfte vom Met in den Schlauch geschossen habe und die dann wieder an mich reinlief und es wurde noch schlimmer. Erstmal, Julia muss bei seinem ersten Konzert erstmal trichtern. Es war das zweite, das erste war Saltatio Mortis. Also nur Mittelalter-Bands, super, großartig. Ja, komm, wie alt war man da? 13 oder so? Und es gab ja nichts hier. Wir hatten ja nichts, ne? Ja, wir hatten ja nichts. Wer auf jeden Fall aber was hat, ist unser Nico aus unserer wunderbaren Discord-Community, von dem auch der erste Zuschauerwunsch ist. Es ist jetzt nicht so, dass Nico der einzige Unterstützer ist, aber er ist der erste, der wegen ein paar Federn von uns auf den Discord gekommen ist. Und ich kann ja mit Corvus Corax nicht so viel anfangen, muss ich ehrlich mal sagen. Und deswegen hatte ich Nico gefragt, warum ihn der Orden bzw. die Legion der Ravengard so interessiert. Und er hat mir halt geschrieben, dass er gerade ihre Kriegsführung extrem interessant findet. Also, dass sie wie so ein Skalpell sind und nicht wie so ein Hammer, wo man ja auch mal sagen muss, dass zum Beispiel der Einsatz von Massenarmeen der Space Marines ja nicht so sinnvoll ist, weil eigentlich ein Space Marine viel zu wertvoll ist. Dann alles um die komplette Lore rum und auch der Charakter Corvus Corax, der eine gewisse Tragik und auch eine Melancholie hat, die aber eine ganz andere als die von Sanguinius ist, den ich ja auch sehr eng kennenlerne, gerade in Siege of Terra. Und ja, er meint, dass sie wohl aus einem Teil von Asien stammen sollen, also ursprünglich die Ursprünge der Ravengard. Und dass ihm das auch sehr gefällt. Und ich werde mal sehen mit Max, ob uns die Legion und der Primarch am Ende auch noch gefällt. Und ja. Ich würde mal sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast und nicht noch unserer wunderbaren Community ihren bepelzten Bauch streicheln willst, aber du kannst ihn auch anmalen, würde ich sagen, lass uns beginnen. Ja, ich werde natürlich erstmal den bepelzten Bauch streichen mit Farbe. Ich möchte euch heute erstmal ein bisschen erzählen, was wir heute vorhaben mit euch. Julian wird euch kurz über die Auffindung aufklären von Corvus Corax, wie der gefunden wurde, wo der Ah, gefunden ich und wurde. kurz. Ey, komm, die Auffindung schaffst du wirklich in unter 10 Minuten. Das kriegst du hin. Oder? Ja, es ist bis Seite 2. Könnte ich hinschaffen. Alter, ja gut, er schreibt natürlich immer noch seine Skripts mit Fingermalfarbe, insofern dürfte das passen. Ja, also, er wird kurz über die Auffindung reden. Ich weiß nicht, quatschst du auch, wie der Imperator ihn findet oder nur wie er und wo er gefunden wird? Das war ja so ein bisschen also so ein Problem in meiner Recherche. Ich hab's jetzt halt drinne. Ja. Und ja, aber ich muss halt ehrlich sagen, wir haben ja die Geschichte damals schon mal ein bisschen angeschnitten in unserer Übersichtsfolge.
Ich habe die Nummer mit den Atombomben aber nicht ganz nachrecherchieren können. Das heißt, wenn du da was ergänzen möchtest, bist du sehr gerne eingeladen. Das mache ich dann natürlich gerne. Also, das so viel macht er erstmal. Ich werde euch dann erzählen, wie seine Rolle im Großkreuzzug war. Man muss dazu sagen, wie häufig, wenn man sich sowas nimmt, zu einem Charakter gibt es dann irgendwann doch weniger, als man denkt im ersten Moment. Und dann geht man ein bisschen tiefer und dann findet man dann doch irgendwie ziemlich viel Scheiße über diese Leute raus. Also ich kann wirklich eben nur mal empfehlen, mal ein bisschen Recherche zu betreiben, weil das ist immer sehr, sehr interessant, auf was für ein Zeug man da eigentlich trifft. Also ich erzähle euch ein bisschen was über den großen Kreuzzug, seine Aufgaben darin, auch ein bisschen was über seine Legion, wie er sie führt, wie er sie vielleicht auch ein klein bisschen verändert hat. Und Julian wird euch dann ab ja, der Istvan-Katastrophe, nenne ich sie jetzt mal, mitnehmen. Diesem Vorfall. Der kleine problematische Vorfall dort. Euch da noch ein bisschen was zu erzählen, dann wie die Heresy für Corvus und seine Raben ablief. Und ich werde euch dann erzählen, was er danach getrieben hat und was er heute noch so treibt. Gut, aber Julian, dann erzähl mir doch mal, wie wurde der Dude gefunden? Wo wurde der Dude gefunden? Wie ist er da hingekommen? Also, ihr kennt mich inzwischen, ich habe so eine Struktur, in dem ich erstmal einen ganz kurzen Überblick über den Primarchen gibt. Das heißt, wenn ihr einen Überblick habt und das reicht euch und ihr sagt, interessiert mich nicht, könnt ihr dann auch wieder abschalten. Aber ich empfehle es nicht, denn das wird noch sehr geil. Also Corvus Corax hat natürlich jede Menge Titel. Der Befreier, der Retter, Rabenlord, Auserwählter der Gefallenen und der Herr der Schatten. Ist der Primarch der Ravengard, hat bleiche Haut und schwarze Haare, also ähnelt ein bisschen Konrad Kurz, ganz, ganz oberflächlich. Aber auf diese Ähnlichkeit werden wir nachher noch mal ein bisschen eingehen, weil das ist wichtig für seinen Charakter. Am auffälligsten und am beunruhigendsten waren wohl seine Augen, die völlig wie schwarze Splitter erschienen, die einen aus dem Schatten halt anstarren. Seine Rüstung war halt schwarz, silber teilweise, je nachdem. Und das Interessante bei ihm war, er trug halt in seiner Rüstung fast immer ein Jetpack, auf dem ein paar rabenähnlicher, beweglicher Flügel aufmontiert waren, die er sogar als Waffen verwenden konnte. Der Dude hat also den Raben-Vibe gelebt. Und damit ist er der zweite Primarch, der sich auf den Luftkampf versteht. Ist mir aufgefallen. Ja gut, neben Sanguinius. Aber Sanguinius, bei dem bietet es sich ja an. Ja, der kann es halt. Bewaffnet war der Typ mit mit Energieklauen oder einer Peitsche. Manchmal halt auch beides in Kombination. Und es ist vielleicht nicht viel darüber bekannt. Selbst seine Primarchenbrüder wussten das nicht. Aber er hatte eine spezielle Fähigkeit, wie jeder Primarch. Und die erlaubt ihm, die Wahrnehmung seiner Feinde praktisch zu verwirren, beziehungsweise der komplett zu entgehen. Selbst wenn man ihn direkt ansah. Das ist ein Unterschied zu Aetherius, der einfach nur in einer Menge verschwinden konnte. Korax ist krass. Also Korax kann auch in Schatten rein, wo er nicht reinpasst. Ja. Wie lief seine Story jetzt? Also, ach so, was ich zur Recherche nochmal sagen soll, weil meine Recherche hat mich nochmal unglaublich weit geführt. Ich lese wirklich viel 40k, Leute. Richtig viel. Aber das Ding ist, ich habe immer das Gefühl, dass ich gar nichts weiß. Und ich habe schon wieder Themen für noch weitere 5 Folgen ausgegraben. Und ihr wisst, wir haben inzwischen noch über 50 oder immer noch über 50. Also, ja. Das ist mittlerweile mit dem Themenbuch. Ihr kennt doch vielleicht von Warhammer Fantasy, von den Zwergen, The Book of Grudges. Was im Grunde mittlerweile eine Bibliothek ist. Ich sehe uns schon so, dass das mit unseren Themen passiert. Ihr tragt mich dann irgendwann auch auf so einem riesigen Thron umher und ich schreibe die ganze Zeit ins Themenbuch, ne? Und wir diskutieren alle die ganze Zeit. Wir sind ein riesiges Nerd-Herr und ziehen zu Games Workshop. Ja, auf jeden Fall. Um da eine 40k-Serie zu verlangen oder einen Film. Egal. Eine also gute, die nicht hinter einer Paywall ist. Und wenn, dann ist es unsere Paywall. Richtig, natürlich, natürlich. Ich freue mich ja auch übrigens schon auf das Projekt, was wir nächsten Monat anfangen. Weil wir werden sehr, sehr lange brauchen, um an den Punkt zu kommen, den ich jetzt gleich beschreibe. Aber dazu habe ich so viel zu sagen und was mich so ankotzt. Aber das machen wir dann. Oh Gott. Also, geboren in den Genlaboren des
Imperators im Himalaya-Gebirge auf Terra, bis dort die Mächte des Chaos eindrangen und ihn, vielleicht mit der Hilfe ein, zwei Charaktere, in die Galaxis geschleudert haben. Er landete auf dem Mond Lykaios oder Lykaios, wie würdest du es aussprechen? Lykaios, würde ich sagen. Lykaios des Planeten Kiavar. Kiavar ist eine Schmiedewelt, also die wurde mal von Mechanikumsleuten ursprünglich besiedelt, Weltenbrand, Unabhängigkeit und so weiter und so fort. Ja, relativ fortschrittlich im Bereich der Technologie, relativ rückständig im Bereich der Gesellschaft. Denn es gab dort stadtgroße Manufakturen, die, also auf diesem Mond halt, die Kiavar mit Mineralien versorgt haben und darauf bestand auch die ganze Wirtschaft des Planeten. Diese Manufakturen wurden von Legionen von Minensklaven auf diesem nicht-atmosphärischen Mond betrieben. Somit Kiavar wurde von Tech-Gilden beherrscht und die haben halt jeden auf diesem Mond gesperrt, der ein Systemgegner war, ein Mörder oder halt einfach seine Quote nicht erfüllen konnte. Ja, Quote gab es auch schon vor dem Imperium. Der Primarch wäre vielleicht nie entdeckt worden, wenn nicht ein Team von lykäischen Bergleuten auf der Suche nach neuen Mineralflözen aufgetaucht wären. Manche sagen, dass genau dieses zufällige in dem Moment Auftauchen des Primarchen, als die da lang liefen, was mit dem Schicksal zu tun hatte oder mit höheren Mächten. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall wurde Korax von diesen Sklaven aufgenommen und von den sehr grausamen Aufsehern versteckt. Diese Sklaven waren, wie gesagt, ein bunter Schnitt der Gesellschaft von kriminellen politischen Gegnern des Systems und einfachen Arbeitern. Nicht jeder war nichts notwendigerweise schlecht, aber nicht jeder war auch in dem Sinne gut. Aber eins hatten sie alle gemeinsam, sie waren kostenlose Arbeitskräfte für die Tech-Gilden. Korax wuchs sehr schnell heran und die Sklaven nahmen an, dass er ein Geschenk für ihr Volk war. Denn die, also ich sag mal so, jemanden einfach so aufzufinden und dieses Kind wuchs sehr schnell, das ist nicht gerade alltäglich. Korax wuchs letztendlich sehr schnell heran und man nannte ihn schon Retter und Befreier in der Erwartung zukünftiger großer Taten. Aber Korax musste noch sehr viel lernen. Es war jetzt so, dass Korax sehr schnell eine Vorstellung von Gerechtigkeit und Menschenwürde entwickelte, die natürlich bei den Tech-Gilden nicht gerade beliebt war, also diese Vorstellung, und relativ schnell losschlagen wollte, aber seine Mentoren mahnten halt zur Vorsicht, da, ja, sage ich mal, die Chancen relativ gering gewesen wären. Das war zu Korax Glück und auch zum Glück des Imperiums später. Korax lernte von seinen Mentoren und von sich selbst über eine gewisse Zeit abzuwarten, seine Feinde zu beobachten und auch seine übermenschlichen und genveränderten Fähigkeiten zu nutzen, um zum Beispiel weiter vorauszuplanen, als einfach nur für den Tag, an dem er den Aufstand anführen würde und sich gegen die Sklavenherren von Lykaios stellen würde. Er wurde letztendlich immer besser mit seinen Fähigkeiten und irgendwann konnten auch die Aufseher ihn nicht mehr wahrnehmen, wenn sie ihn die halt direkt ansahen. Und so wanderte Korax immer weiter umher. Das Einzige, was seinen Wanderschaften halt eine Begrenzung setzte, waren Auspacks und andere Scanner, sage ich mal, wissenschaftlicher Art. Die konnte er nicht täuschen. Ich bin mir nicht sicher, wie ist das mit Alpharius? Konnte er sowas? Naja, der kann nur den Menschen dahinter quasi täuschen. Wenn er kein Hirn hat, was er täuschen kann, dann geht das halt schlecht. Aber Alpharius, muss man dazu sagen, der hatte noch ein paar andere Möglichkeiten und die Korax damals noch nicht hatte. Siehe Folge 20, Hydra Dominatus. Richtig. So, also haben wir hier eine Parallele. Wir können annehmen, dass die Fähigkeiten von Korax den Geist der Aufseher irgendwie austricksten. Also, dass das nicht was wirklich also in dem Sinne was Realitätsveränderndes war, sondern eher sowas Psychisches. Ja. Letztendlich fing er an, als er erwachsen war, die Gefängnisbehörden zu sabotieren. Er nahm kleinere Zellen von Freiheitskämpfern mit auf eine Reihe von Missionen. Einige haben Waffen gestohlen, andere haben Munition beschafft und wieder andere haben halt bestimmte Schlüsselsysteme wie Türen, Tore oder Abflugrampen sabotiert. Und eines Tages war der Moment gekommen und Korax führte den Aufstand an und nahm das Gefängnis bzw. den Gefängnismond ein. Es gab jetzt, wie gesagt, nicht nur Radikale unter den Sklaven, also Regimegegner oder zu Unrecht verurteilt. Es gab auch Mörder oder viel Schlimmeres, aber Korax brauchte ihre Kampfkraft und somit erlaubte er nur, dass sie sich ihm anschlossen, wenn sie ihre Verbrechen nicht wiederholten.
Und hier sind jetzt ein paar Sachen ein bisschen widersprüchlich. Bitte korrigiere mich, falls ich hier was Falsches erzähle. Der Imperator erschien auf dem Mond Lykaios kurz nach dessen Einnahme. Und entweder hatten sie vor, Kiawa zu bombardieren, oder sie hatten bereits ein Bombardement abgesetzt. Das Besondere... Es wurden Stimmen, also das Ganze, man muss sagen, er hat den Mond eingenommen, es gab nochmal einen Gegenschlag von Kiawa, den er natürlich zurückschlagen konnte. Kommt noch. Aber nein, sie hatten noch nicht... Es wurde diskutiert, seine Follower wollten, ja, komm, bombt denen die Scheiße raus. Und er, ja. Genau, und jedenfalls erschien der Imperator genau in dieser Zeit. Und das Interessante ist, er kam allein. Es war jetzt nicht die Rede von einem riesigen Schlachtschiff oder von Custodes oder sonst wie. Es ist nicht genau bekannt, was sie besprachen in ihrem ersten Gespräch. Manche behaupten aber, der Imperator hätte ihm über den Warp aufgeklärt, beziehungsweise bestimmte Wesenszüge davon. Denn als die Horus Heresy ausbrach, schien Korax einiges über den Warp zu wissen und war von bestimmten Entwicklungen nicht gerade überrascht. Aber sein Wissen gab er nur, wenn nötig, an seine Streitkräfte weiter. Es ist aber auf jeden Fall eine Sache bekannt, nämlich dass der Imperator Korax verließ und von ihm erwartete, die Tech-Gilden auf Kiawa zu besiegen, aber nur mit den Waffen, die er hatte. Gemeint waren damit ein Vorrat von Atomwaffen und Minenladungen, die die Meister von Kiawa auf Lykaios versteckt hatten, weil sie glaubten, sie wären halt so sicherer versteckt als auf dem Planeten selbst. Ja. Wie schon erwähnt, versuchten die Gilden noch einmal den Mond zurückzuerobern, aber Korax schaffte es, sie erfolgreich abzuwehren. Hierbei haben wir bereits so seine übliche Kriegsführung. Nämlich, er legte mit chirurgischer Präzision die Kommandostruktur der Truppen von Kiawa lahm, unterbrach Nachschublinien und zwang sie sehr schnell in die Defensive. Das heißt, wir haben ja auf jeden Fall ein Talent für Guerillakrieg. Durch die ausbleibenden Mineralien brach auf Kiawa die Wirtschaft zusammen und die Gilden begannen sich untereinander schon zu bekriegen. Währenddessen haben die Sklaven den Mond in Deliverance umbenannt. Ich bleibe jetzt hierbei mal beim englischen Namen, weil es einfach, ein Eigenname, also fuck off. Und jetzt kommt der Teil, über den ich mir nicht mehr so ganz sicher bin, aber es kam auf meine Recherche, ich konnte jetzt nichts rausfinden und ich habe die Bücher, wie gesagt, auch leider nicht. Letztendlich steht Corvus Korax vor einer Wahl, nämlich er kann den Planeten final bombardieren, dabei die Tech-Gilden auslöschen, würde aber dabei auch ziemlich viele Zivilisten auslöschen, aber sie unterstützen ja ein System, was, sag ich mal, die Zustände auf dem Gefängnismond überhaupt erst zuließ. Und somit geriet Korax in so ein bisschen einen Zwischenstreit, sage ich mal, den großen Gegner auslöschen, aber dabei Zivilisten töten oder konventioneller Krieg, der eigentlich nicht zu gewinnen ist, hier und da oder auf seinen Vater, naja. Letztendlich entscheidet er sich für die Bombardierung, das können wir als gesichert ansehen. Und ja, nachdem ihre größten Städte dezimiert worden und Millionen tot waren, hatten die Kiaveraner keine großartige Wahl mehr, die mussten halt kapitulieren. Kiawa wurde befreit und Lykaios auch offiziell in Deliverance umbenannt. Was Korax daraus lernte, ist, dass die Bedürfnisse weniger immer hinter denen von vielen stehen. Also der längerfristige Nutzen der Bombardierung war natürlich für das Volk auch größer, auch wenn es erstmal grausam erscheint. Wir sind aber immer noch in einem grausamen Universum. Der Primarch war schließlich mit der schrecklichsten Lektion des Krieges konfrontiert worden. Oft müssen die Unschuldigen um der Allgemeinheit willen leiden. Das ist eine Wahrheit, die der Imperator nur zu gut kennt und die gesamte Menschheit innerhalb eines einzigen Standardsjahrhunderts in einem noch nie dagewesenen Ausmaß erfahren würde. Weil das ist ja der Punkt der Horus Heresy. Einzelne entscheiden manchmal über Milliarden. Letztendlich schritt das Mechanikum bald ein, zusammen mit dem Imperium übernahm die Kontrolle über ihre alte Koloniewelt. Und der schwarze Turm, der einst die kiroianische Garnison auf Lykaios gewesen war, wurde zum sogenannten Ravenspire umbenannt. Und das ist das Festungskloster der Ravenguard bis heute. Ja. Und ja, Korax schloss sich dem Imperium natürlich an. Sein Vater war zufrieden und das war es auch schon zu seiner Auffindung. Und ich glaube, ich habe meine Zeit sogar fast gehalten. Ja, fast. okay, ich werde noch ein lustiges kleines Detail hinzufügen, was ich generell, ich mag das einfach, weil das einfach die Unschuld
Gerne, Beweis, gerne. die der Typ damals noch hatte. Und zwar, als er gefunden wurde, passierte das, da war ein Wachmann dabei und ein kleines Mädchen. Und dieses kleine Mädchen, das muss so 3 Jahre alt gewesen sein oder 4 vielleicht. Und die war halt neugierig, ist auf ihn zugegangen und dieser Wachmann hat sie an den Haaren zurückgezogen. Und man hat klar gesehen, also Korax hat gesehen, das war sehr brutal und nicht nett von dem, weil das Mädchen hatte Schmerzen, hat geschrien, geweint. Und er hat halt gesehen, dass dieser Wachmann ja scheinbar irgendwie kein guter Mensch ist. Und naja, dann hat er halt, wollte er halt dieses Mädchen irgendwie trösten und dachte sich, naja, er muss ja halt irgendwas geben, irgendwas schenken, um ihr zu zeigen, dass alles gut wird. Dass er erstmal eigentlich nicht schlecht ist, so von der Idee her, ja, wir schenken uns gegenseitig irgendwas, was, um halt, ne, um uns halt aufzuheitern. Okay. Aber was tut er? Er sieht, der Typ ist böse. Was macht er also? Er geht auf ihn zu. Der Wachmann will ihn angreifen. Er ist gut, Korax ist ein Primarch, das heißt, es fällt ihm absolut nicht schwer, diesen Angriffen auszuweichen. Und er reißt ihm den Kopf ab. Einfach so. Er nimmt diesen Kopf von diesem Wachmann und rupft ihn ab. Und schenkt ihm diesen Mädchen. Und ich finde diese Situation, die ist so surreal. Aber ich finde sie unglaublich schön auf eine gewisse Art und Weise, weil sie halt einfach zeigt, dass auch die Primarchen, die unglaublich viel Wissen bekommen haben, schon während sie in diesen Kapseln, diese Wachstumskapseln drin sind, gewesen sind, die haben unglaublich viel Wissen bekommen, aber dass sie halt trotzdem auf eine gewisse Art und Weise unschuldig sind, weil sie halt absolut keinen Plan davon haben, wie die Welt eigentlich läuft. Und ich fand diese Szene großartig irgendwie, Ja, weil wir sehen ja auch. du hörst noch vorher, er wacht auf und er beschreibt so, ja, in der Luft, er konzentriert sich auf die Luft. Ja, in der Luft ist so und so viel Stickstoff drin, ein bisschen mehr CO2 als normal, wobei er nicht weiß, woher er weiß, was normal ist. Und also schließt er darauf, dass es eine künstliche Atmosphäre ist. Also du hörst vorher, wie er so übelst viele Sachen so durchgeht am Anfang, aber von menschlicher Interaktion so am Anfang halt so absolut keinen Plan hat. Und das spiegelt sich ja was wider, was wir auch bei den Legionis Astartes immer sehen, dass du zwar ein Lebewesen mit unglaublich vielen Daten ruhig vollballern kannst, aber letztendlich ein Lebewesen immer die Summe seiner Erfahrung ist. Und nur weil du zum Beispiel das Konzept von Gesellschaft und Zusammenleben durchaus datentechnisch verstehst, heißt das nicht, dass du dich auch in dieser Gesellschaft bewegen kannst. Und das ist ja, also ein Primar, ich weiß ja so viel mehr über die Umwelt schon von Anfang an als Mensch, aber ohne seine Ziehväter wäre Primarch niemals das geworden, was er ist. Richtig, und das trifft auch auf Korax zu. Weil, wie du gesagt hast, er wurde gebildet, also er hat nicht nur Ausbildung im Kampf, bla 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 bekommen, sondern er wurde halt auch gebildet in Philosophie, Politik, Recht, Moral etc. Also das hat er alles von dort bekommen. Und wir sehen halt, was aus jemandem wird, der nur auf Kampf getrimmt ist, wie Angron zum Beispiel. Ja, oder der halt absolut nicht durch irgendwelche Leute geformt wird, wie halt beispielsweise Konrad Kurs. Aber ich denke, Genau. zu der Parallele wirst du in deinem Heresy-Teil noch ein bisschen eingehen. Schätze ich mal. Genau, deswegen würde ich sagen, auf geht's. Ja, wir kommen erstmal dazu, was vor der Heresy passiert ist. Da ist auch noch ein bisschen was passiert. Also, du hast uns erzählt, Korax wird mit seiner Legion vereint. Als das passiert, läuft der Kreuzzug schon seit gut 100 Jahren. Ja, seit 100 Jahren. Korax wird sehr, sehr spät gefunden. Das heißt, seine Legion, die 19. Legion, hat bis zu diesem Zeitpunkt sich quasi selbst geführt und hat dann selber auch so eine kleine, ich sag mal, Subkultur entwickelt und hat sich halt so ein bisschen selber gelenkt. Er übernimmt die Legion, guckt sich halt, wie alle auch, alle anderen Primarchen halt auch so die Battle Records von denen an. Und dort sieht er, dass halt seine Legion an sich ähnliche Sachen gemacht haben wie die Besatzer von Lykaos, also die Sklaventreiber, nenne ich sie jetzt einfach mal. Waren häufig Besatzungsmacht, sie waren Garnisonsmacht und haben dort dafür gesorgt, dass die Bevölkerung nicht aufmuckt und unter anderem auch Terrortaktiken eingesetzt dafür. Was relativ schnell dazu führte, dass Korax der alten Legion, also den Terranern, nicht getraut hat.
Also er hat den teilweise wirklich schon misstraut. Also nicht nur, ich kann dir halt nicht trauen, sondern er hat gesagt, also es war wirklich schon Missbilligung dabei. Was dazu geführt hat, dass er viele Offiziere einfach ersetzt hat. Also es ging so weit, dass er sogar den Legionskommandanten, den der damaligen, ersetzt hat und die alle in Position gebracht hat, in der sie keine Kommando, also keine Befehlskraft hatten. Bedeutet, du wirst vom Höchsten in der Legion, vom Legionskommandanten zum Liniensoldaten gemacht. Ja, also das ist schon heftig. Diese Taktiken kamen wohl von den Stämmen auf Terra, von denen diese Legion halt großteils abstammte. Ja, und ich muss ja sagen, im Grunde genommen können die nichts dafür. Sind auch bloß arme Schweine gewesen, die das gemacht haben, wie sie halt aufgewachsen sind. Aber gut, ist halt so. Er hat die Legion also stark verändert. Er hat die Taktiken geändert. In, wie du bereits gesagt hast, Guerilla-Taktiken im Grunde genommen, also Hit-and-Run-Taktiken, Präzisionsschläge, auch viel Scout-Missionen. Also sprich, wir haben hier Informationssammeln viel mit dabei, viel Informationen über den Gegner sammeln, um zu wissen, wo ich ihn dann am besten treffen kann. Das war so ein bisschen sein oder das Steckenpferd der Raven Guard. Entschuldigung. Um jetzt mal jemanden zu zitieren aus unserem Podcast, ist ja widerlich. Ja, ist ja richtig ekelhaft, ne? Und jetzt weißt du, dass ich deinen Husten noch nicht ausschneiden werde. Ja, das ist ja mir egal. Es ist Herbst, also es ist Nörgels Zeit. Ich kämpfe gerade gegen ihn. Und ich werde gewinnen. Bist du schon wieder krank? Dann wünsche ich dir gute Besserung auf jeden Fall. Ja, kein Ding, danke. Also, wo waren wir bei unkonventionellen Taktiken? Wie auch viele andere Primarchen, ja, wurde er auch von seinen Bruderprimarchen ein bisschen unter deren Fittich genommen. Das Blöde war halt, wurde relativ spät gefunden. Das bedeutet, dass man also bei den spät gefundenen Primarchen findet man oder sieht man häufig das Problem, dass die nicht mehr so stark trainiert wurden wie die früher gefundenen. Also bei Korax war es im Grunde so, der Imperator hat gesehen, yo, du hast den Planeten mit Atombomben bombardiert, alles klar, hast du fein gemacht, hier ist deine Legion, viel Spaß. Ja, er hat ein bisschen Zeit mit Robot Gilliman verbracht und sie haben viele Simulationen durchgeführt. Also Robot Gilliman hat sehr gerne so Schlachten simuliert, um halt zu Taktik und sowas zu trainieren. Und Korax hat ihn dreimal in Folge besiegt mit diesen unkonventionellen Taktiken, was ziemlich cool ist. Was man dazu auch sagen muss, leider, oder ja, was man Gilliman zugutehalten muss, er hat es genau dreimal geschafft und danach nie wieder. Weil Gilliman sich daran angepasst hat und danach konnte Korax ihn nicht mehr besiegen mit diesen Und Taktiken. das ist ja was, was wir bei Gilliman ganz, ganz oft sehen, dass er einfach, wenn du ihn mit einer. Du kannst Gilliman überraschen, das ist nicht das Problem. Aber du kannst es nicht zweimal tun. Das musste Elpharius lernen, das musste Lorga lernen und auch Korax in dem Fall. Ja, nur war es bei Korax halt, er musste es nicht schmerzlich lernen. Weil Korax, Ist, ja? ja. Nee, es ist wahrscheinlich die brüderlichste Art, um zu zeigen, ich bin besser als du im Krieg. Richtig. Korax hat selber gesagt, er hat zu dem Zeitpunkt war halt Gilliman, hat er auf eine Art und Weise gekämpft, die halt viel größer gedacht hat als Korax. Und das muss man halt Korax zugutehalten. Er denkt nicht in riesigen Armeen, das auch, aber er denkt vor allem in kleineren Kampfgruppen. Und das hat man dort gesehen, so konnte er Gilliman besiegen, weil er halt Einheiten genutzt hat, die für Gilliman so absolut nicht in Frage kamen. Oder er meinte so, ja, ich habe jetzt 80, 85, 90% von dieser Einheit zerstört. Die ist meiner Aufmerksamkeit eigentlich nicht mehr würdig, weil sie nicht mehr kampffähig ist. Und genau mit diesen Einheiten hat Korax ihn dann am Ende besiegt.
Das erinnert mich so dermaßen an dieses, an ein bisschen Skaven von Total War Warhammer. Du wirst das jetzt, also du kennst es nicht, Ich aber kenn's schon. für alle, ja, aber gespielt, also ich sag mal so, alle, die das gespielt haben, die wissen, was ich meine. Das ist dieses, eine Skaven-Armee funktioniert wie folgt. Die greifen dich an, du haust ihnen richtig einen auf die Fresse und dann sind ihre Einheiten so halb runter und dann kommen die wieder. Und dann kommen die ständig wieder. Die rennen halt erstmal weg und kommen wieder. Und wehe dem, der eine Skaven-Einheit, sag ich mal, zu dreiviertel schreddert und die dann hinter seine Linie rennen lässt und sich denkt, ja, die sind eh raus, ne? Das geht schief, Leute. Ja, so ungefähr im Grunde genommen. Also, das ist schon ziemlich cool. Korax sorgt dafür, dass seine Legion auch bestimmte Technologien bekommt, die teilweise von Mars kommen, aber zum Großteil auch von Kirwa. Also, wie du gesagt hast, wurde Kirwa dann wieder aufgebaut zur Schmiedewelt im Grunde genommen. Und die fängt jetzt an, Ausrüstung zu schmieden, natürlich für das Imperium und vor allem natürlich für die Ravengard, weil es ist halt der Heimatplanet der Ravengard. Und dazu gehören zum Beispiel das Shadowhawk, also als das Thunderhawk Gunship, also das im Grunde genommen das Arbeitstier der Adeptus Astartes, auf den Markt kam, sage ich mal, also ein großes Ziel eingeführt wurde, hat Korax eine Sonderanfertigung oder eine Sonderversion fertigen lassen und dieses Shadowhawk, wie es genannt wird, das ist ein ziemlich cooles Teil, weil im Grunde genommen fliegt es fast lautlos und du kannst es mit Auspex oder irgendwas kannst du es nicht sehen. Also es ist quasi unsichtbar. Es gibt kaum Hitzesignaturen ab, es ist auf dem Radar so gut wie unsichtbar. Also im Grunde genommen ist es eine Art Tarnkappenbomber gewesen. Sowas in der Richtung. Und die Legion hat halt kaum oder fast gar keine Thunderhawks, sondern halt nur diese Shadowhawks. Weil was anderes brauchen die Jungs halt echt nicht. Und so ein paar lustige Gadgets. Im Grunde genommen alles läuft auf leise und nicht sichtbar etc. hinaus. Das ist. Ja, also sie versuchen im Grunde genommen so unsichtbar wie möglich zu sein. Also er versucht halt die Technologie an seinen Kampfstil anzupassen. Was logisch ist, was ja auch Alpharius beispielsweise getan hat. Ja, das Geilste aber, meiner Meinung nach, an technischen Neuerungen, was er eingeführt hat, war ein verändertes Void Shield. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber Void Shields sind halt diese Schutzschilde der großen Raumschiffe Aber der Imperium. das sind ja nicht die Das sind nicht die Galafields, Galafield. nein. Also ich denke, es ist durchaus als Void Shield bekannt. Also das Schwierige ist ja sowieso, finde ich, an Void, wenn man sagt, man schaut in den Void, weißt du? Also Die wie willst du das Leere. Es übersetzen? wäre ein leeren Schild, aber Ja. das klingt halt absolut bescheuert. Nee. Also im Grunde Also genommen, das Void Shield. die Schilde der Großkampfschiffe oder generell der Schiffe des Imperiums, aber auch das, was die Titanen nutzen. Und zwar konnten sie diese Schilde verändern, abändern, weil im Grunde genommen funktioniert dann ein Void Shield, indem es Schaden oder Energie, die auf es trifft, in den Warp also in den Warp umleitet. Und diese Eigenschaft hat sich dieser Mensch, der sich das ausgedacht hat, man weiß nicht genau, ob es Korax selber war oder ob es irgendwelche anderen Adepter waren, die das gemacht haben. Die haben sich das zunutze gemacht und haben nicht die Energie, die von außen kommt, auf das Schild trifft und die genommen und in den Warp umgeleitet, sondern die von innen kommt. Bedeutet, du kannst ein Großkampfschiff quasi unsichtbar machen. So ein ganzes Das ist Schiff, weird. das ist Das richtig geil, ist. das ist richtig, richtig krass. Also du kannst im Grunde genommen so ein komplettes Schiff, das machst du an, dieses Schild, und dann ist das weg. Dann siehst du das nicht mehr. Dann siehst du das nicht auf Scannern, also wirklich auf gar nichts. Du siehst es auf keinem Scan, du siehst es nicht, kannst es nicht mit dem bloßen Auge sehen. Also wenn das Ding hochfährt, dieses Schild, dann siehst du, wie das Schiff so langsam verschwimmt, so ein bisschen flackert und einfach weg ist. Es ist quasi noch da. Du kannst es auch noch beschießen. Aber du kannst es nicht sehen. Das mit dem Beschießen ist im Übrigen ein ziemlich
großes Problem, weil während diese Schilder aktiv sind, sind die Void Shields nicht aktiv. Das heißt, du hast halt keinen Schutz. Man sieht dich nur nicht. Das nächste Problem ist, du kannst die Reaktoren nur auf, ich glaube, an einem Viertel von ein Viertel Leistung laufen lassen, weil der Energieoutput sonst so hoch ist, dass das Schild das nicht mehr kompensieren kann. Na, es ist halt so ein bisschen nach dem Motto, alles auf die Tarnung und scheiß auf den Rest. Richtig. Und du kannst das ist dich, ja bei. Du kannst dich deswegen halt nicht mehr so schnell bewegen. Und beim Khan ist es ja andersrum, sag ich mal. Die sind durchaus sichtbar, aber die sind halt fucking schnell. Ja. Also die Schiffe der White Scars. Ich weiß nicht, sagst du noch was zur Flucht von Istvan? Ja, ja. Also ein bisschen, also ich gehe. Sag am besten da nochmal was dazu. Genau. Und dann sehen wir's. Alles klar, machen wir. Weil diese Schilde sind ziemlich krass. Und ich greife dir jetzt mal ganz kurz vor, weil sie nutzen das in der Horus Heresy, wenn du davon noch nicht gehört hast, deswegen greife ich es jetzt kurz vor. Sie nutzen das, um einen fucking Warlord Titan unsichtbar zu machen. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Die machen einen Warlord Titan unsichtbar, lassen den 4 Kilometer über offenes Gelände auf den Gegner zulaufen und den dann von dort aus bombardieren. Das ist so, weißt du, 40k hat halt es geschafft, die absolut finsterste Scheiße herauszuprügeln, aber zeigt euch auch diese absolut, das ist halt einfach ridiculous. Es ist völlig bescheuert, aber es ist großartig. Ich meine, die Idee, einen Titan unsichtbar zu machen, ist bescheuert, aber okay. Ich meine, warum nicht ein riesiges Schiff, dann auch ein Titan? Aber diese Vorstellung so, dieses, du stehst auf irgendeiner Festungsmauer und hörst einfach so bumm, 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 dieser Titan halt. Und dann siehst du, ich meine, du müsstest ja mindestens diese seine Fußspuren sehen, die denken, was zum Fick? Also, man muss dazu sagen, es ist während der Schlacht gewesen, also die haben ja schon angegriffen. Aber es ist halt ziemlich lustig, weil Modern Problems require modern solutions. Sie kämpfen da halt und du musst dir einfach vorstellen, du stehst auf so einer Festungsmauer und denkst dir, ha, wir haben die Leute. Wir überstehen das und plötzlich flackert vor dir die Luft, da steht aber dieser fucking Titan vor dir und du denkst dir, scheiße. Willst du etwa sagen, dass Attack on Titan durch die Raven Guard ist? Eventuell, wer weiß. Wir stellen es zur Diskussion. Wir stellen es zur Diskussion, richtig. Gut, also ein Haufen technologische Neuerungen, viele verschiedene Protokolle, sage ich mal, und Kampfdoktrinen wurden entwickelt. Und er hat halt im Grunde genommen so das, was Gilliman für generelle Kriegsführung gemacht hat, hat er so ein bisschen versucht, für Guerillakampf zu machen. Also es gibt verschiedene Leitsätze etc. Zum Beispiel, sei dort, wo dein Gegner dich nicht haben will, aber sei auch da, wo dein Gegner dich nicht erwartet etc. Also, weißt du, so Leitsätze, sage ich mal, die verschiedene Sachen zusammenfassen. Das hat er halt erstellt. Er hat, was ich sehr cool finde, das Blacklight Protocol wird halt auch extra für diese Tarnschilde wurde das entwickelt, wo du im Grunde genommen jeglichen Energieoutput einstellst, also jeglichen unnötigen Energieoutput. Das heißt, ein Space Marine sitzt in seiner Rüstung, fährt die komplett runter und heizt halt nur noch so, dass er gerade noch überleben kann. Als Beispiel, er kann sich nicht mehr bewegen, er ist in dieser Rüstung halt quasi gefangen. Aber halt, damit er keine Energiesignatur ausgibt. Sowas beispielsweise hat er halt auch ins Leben gerufen. Gut, was vielleicht noch ganz interessant ist, ich könnte jetzt durch eine ganze Menge Kampagnen gehen, das möchte ich euch jetzt eigentlich ersparen. Was man vielleicht erwähnen sollte, die Raven Guard waren die das Istvan-System eingenommen haben, das erste Mal, bevor da die große Scheiße passiert ist. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut zu wissen. Und die Raven Guard war, wie schon erwähnt, anfangs meistens, also schon fast immer eine relativ kleine Legion, also klein in Anführungszeichen, so 80.000 bis 100.000 Mann. Das sind schon eine ganze Menge, aber trotzdem halt relativ klein. Und die haben meistens mit anderen Legionen zusammengekämpft und haben da quasi so die, ich sag mal, die Outrider gespielt. Also ein bisschen Pirat gespielt, hat Corvus an einer Stelle mal beschrieben für Horus.
dass er so die Versorgungslinien geknackt hat von den Gegnern und Schiffe überfallen hat, etc. und geändert hat und zerstört hat. Während Horus halt den ganzen Ruhm eingesackt hat und keiner halt über Korax geredet hat. Aber gut, das war ihm dann im Grunde genommen egal. Er hat also quasi, war immer Unterstützer und hat so den Scout gespielt. Was ich Er ist ganz ja cool auch finde. einfach nicht so jemand, der sich so für, also ganz ehrlich, wenn wir so Gestalten haben wie Horus, Sanguinius, Gulliman, das sind halt die Männer der ersten Reihe, die vorne stehen, die so das Aushängeschild des Imperiums. Und ich würde so sagen, so zweite Reihe sind halt so Leute wie Dorn, Lyon, Magnus, so auf die man bauen kann, die auch wichtig sind. Und dritte Reihe und dahinter, das sind so Aetherius, der Khan und halt auch Korax. Genau. Lustig, sie haben das Istvan-System erobert. 15 Jahre später sollten sie wieder dort sein. Korax hat. Ja, das ist schon 15 Jahre danach. Man muss dazu auch sagen, wie gesagt, Korax wurde gefunden. Da lief der Kreuzzug schon 100 Jahre. Deswegen kann man an Schlachten nicht krass viel über ihn sagen. Zeit ist sowieso so eine Sache im 40K. Die haben Ja. ja, ich glaube, der große Kreuzzug waren ungefähr 250 Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher. 150, glaube Oder ich. 150, genau. Weiß, ich habe heute endlich im aktuellen Buch der Siege of Terror, Echos der Ewigkeit, eine konkrete Zahl bekommen, wie lange denn die Horus Heresy ging. Hast du eine Idee? Bestimmt an die 30, 40, vielleicht auch 50 Jahre. 7 Jahre. Ernsthaft? Ja, die, also mit anderen Worten, was fast 200 Jahre gebraucht hat, um aufzubauen, hat Horus in 7 Jahren zerstört. Holy shit, das ist krass. Und somit ist auch dieses, wir wollen uns das Imperium zurückerobern von Abaddon letztendlich genau das, was halt die ganze Heresy auf Seiten der Verräter ist. Eine unglaubliche Lüge, der sie aber selbst verfallen. Das, ja. Gut, Ja, ich fand's auch krass. auch für Abaddon, das Imperium, was er zurückerobern will, existiert halt nicht mehr. Das gibt's halt nicht mehr. Aber gut. Mehr dazu in der Abaddon-Folge. Richtig. Oh Ich schreib's mal aufs, ich schreib mal ins Buch. mach mal. Ja, wie schon gesagt, 15 Jahre später sollte er wieder dort sein. Als Korax initial vom Verrat von Horus erfahren hat. Ach halt, was ich noch erzählen wollte. Es gab eine Situation, da hat er mit Horus und ein paar anderen Legionen zusammen mal gekämpft wie die anderen Legionen, was furchtbar in die Hose gegangen ist. Was kurz vor der Heresy passiert ist. Dabei hat die Raven Guard ziemliche Verluste eingefahren, weil das halt nicht ihre Art Krieg ist. Das heißt, sie sind schon in die Horus Heresy gestartet mit einer geschwächten Legion. Ich glaube, Istvan 5 waren es 80.000Legionäre, die Korax da mit hingebracht hat. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, 80.000 klingt erstmal nach einer ganzen Menge, aber die andere Legion hat ein bisschen mehr. Ich denke mal, du wirst auch erwähnen, wie viele von diesen 80.000 Istvan wieder verlassen. Ja. Ja, ja, nicht schön. Also als Korax vom Verrat seines Bruders und seiner anderen, ich glaube, drei Brüder, drei oder vier, waren damals schon bekannt, als er davon erfährt, das nimmt er erstmal gar nicht so übel auf wie beispielsweise Dorn. Also Oder oder Ferros. Ferus, er rastet halt nicht komplett aus. Das ist nicht Korax. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt, sollte man vielleicht dazu sagen. Zu diesem Zeitpunkt ist das nicht Korax. Korax sagt halt so nach dem Motto: Okay, das ist jetzt Kacke. Dann gehen wir jetzt aber dahin mit der kompletten Legion, klatschen die Typen um und sind dann weiter. Das heißt, er macht sich auf den Weg mit 80.000 Legionären nach Istvan. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich denke, das ist der Moment, wo ich dich wieder übernehmen lasse.
Weil da geht's ja mit der Horus Heresy los. Und das wollte euch ja der liebe Julian in aller Ausführlichkeit beschreiben. Ich hasse mich manchmal dafür, dass ich diese ausführlichen Themen habe. Weil ihr müsst euch meinen Tag so vorstellen aktuell. Der besteht daraus, dass ich aufstehe, an meinen Rechner mich setze, dann den ganzen Tag was für meine Bachelorarbeit mache und dann gehe ich ins Fitnessstudio, esse was, gucke eine Serie noch so dabei, also nach im Fitti und setze mich dann an den Rechner manchmal meistens nochmal und mache irgendwas für euch halt. Und an, es ist wirklich, ich habe anfangs mal gar keinen Bock und dann erwische ich mich, wie ich schon wieder gefühlt 4 Seiten geschrieben habe und mir so denke so, ja, ist auch eigentlich ganz geil. Ah. Tja, selbst schuld. Naja. Also, wie du schon sagtest, schlossen sich die Raven Guard, den Salamanders und den Iron Hands gegen Horus bei Istafan 5 an. Folgendes nochmal kurz. Das Massaker bei Istafan 5, das Landungsfeldmassaker, das ist abgefahren, wirklich abgefahren. Also, ich würde sagen, es ist so abgefahren, dass nur die Siege of Terror da rankommt. In einfach dem Scale, also das kriegt man nicht so schnell wieder zusammen und auch in der Bedeutung. Das ist so abgefahren. Ich werde hier nur kurz auf die wichtigsten Punkte eingehen. Ich bin hart dafür, dass wir irgendwann mal eine Folge selbst zu diesem Massaker machen, wo wir es einfach kleinteilig durchgehen, weil ihr kriegt es in den Büchern immer nur aus bestimmten Perspektiven geschrieben. Da würde sich gerade eine Podcast-Folge mal anbieten. Oh ja, das stimmt. Und weil es einfach eine coole Schlacht ist. Also, wer wo steht, ist für uns jetzt erstmal egal. Wir konzentrieren uns auf die Raven Guard und Korax. Also, die Raven Guard unter Korax greifen die feindliche Stellung auf der rechten Flanke an. 3 Stunden vergehen und die Loyalisten schaffen es so langsam, sich in die Verräter reinzufressen. Also, 1000 Astartes sterben zwar, aber die Verräter halten noch Stand, aber die Front fängt sich langsam an durchzubiegen. Die Loyalisten halten die sogenannte Urgeilsenke. Und Korax schlachtet sich durch die Verräter. Dann trifft die zweite Welle aus Nightlords, Iron Warriors und Worldbearers und Alpha Legion ein und landen in dieser Senke und befestigen ihre Stellung. Korax und Vulkan ziehen sich zusammen mit ihren Legionen in die Richtung dieser Stellung zurück. Die meisten mögen jetzt meinen, hä, ist das nicht echt etwas kurz? Ja, aber wo, sage ich mal, die Geschichte der Iron Hands zum Beispiel fast schon vorbei ist, beginnt die von Korax erst richtig oder die zum Beispiel der Salamanders ist noch mittendrin. Es ist nämlich so, dass die zweite Welle jetzt das Feuer auf die sich zurückziehenden Loyalisten eröffnet. Man muss dazu wissen, die haben kaum noch Munition. Die Panzer sind kaputt. Sie haben viele verloren. Ihre Linie ist zu weit gestreut. Sie brauchen eigentlich wirklich Nachschub oder müssten sich zurückziehen vor Horus-Streitkräften. Aber jetzt ist es halt einfach vorbei. Die vorderste Reihe der Raven Guard fielen wie mit der Sense niedergemacht. Die wurden halt praktisch weggeerntet und in einfach überschlagenen Linien von detonierenden Boltgranaten und Boltersalven. Zerschmetterte Rüstungen und blutige Nebelschwaden, alles. Man kann halt sich vorstellen, dass schwarz gepanzerte Astartes auf die Knie stürzen, nur um von der nächsten Salve wieder niedergestreckt zu werden. Und hinter ihnen, die werden sofort auch durchbohrt und erschossen. Also unglaublich viele Astartes sterben einfach in ganz wenigen Minuten. Die Worldbearers umgehen die Raven Guard und greifen deren rechte, westliche Flanke an. An der Spitze Lorga zusammen mit Kor Faeron und Erebus. Korax stürmt auf Lorga zu und ja, Korax ist ein bisschen angepisst. Minimal. Beide Primarchen schlachten sich durch die Söhne des anderen. Also Lorga schreitet über einen Teppich aus schwarzen Legionären und Korax über einen, damals waren es noch graue, Teppich aus grau gerüsteten Toten. Und plötzlich bricht Lorga seinen Angriff ab. Und die Linien teilen sich und Korax und Lorga gehen aufeinander zu. Zuvor schneidet sich Korax sogar noch durch die Galvor Buck. Das sind die ersten besessenen Space Marines. Und die sind wirklich krass, also die sind sogar in der Lage, einen Custodes zu killen. Und ja, Korax reißt die praktischen Stücke. Durch diese kurze Pause kann die Raven Guard sich sogar zurückziehen und nochmal relativ neu formieren und den Kampf wieder aufnehmen, während Lorga sich Korax stellt. Es gab dabei keinen Gedanken an Bekehrung, es gab keine Hoffnung, Korax zu bekehren oder ihn so weit zu erziehen, dass er dieses mörderische Treiben unter den Legionen, also dem ein Ende setzen würde. Also er würde sich weder anschließen noch aufgeben
Und darüber hinaus steigert sich Lorgars eigener Zorn und steigt immer weiter in den Vordergrund. Und verbrannte dieses leidenschaftliche Töten, was vor wenigen Augenblicken nur stattfand. Also Lorga hat da nur getötet, weil es einfach sein musste. Jetzt ist es was Persönliches. Und er spürt, wie seine entfesselte Kraft nach außen dringt und nicht nur seine körperliche Gestalt verbessert, sondern auch auf seine Söhne umgreift. Das heißt, Lorga ist einfach wirklich der Inbegriff von einem Kleriker, also für die Leute, die so MMOs mal spielen. Der Typ bufft seine Leute. Tja, und er steht jetzt im Herzen des Schlachtfeldes, beflügelt und umhüllt von amorphen Kondensstreifen und psychischem Feuer und ruft in den Namen seines Bruders in diesen Sturm. Und Korax antwortet mit einem eigenen Schrei. Dem Schrei des Verratenden und dem Ruf nach einem Verräter. Und so treffen Rabe und Erzketzer aufeinander, oder der erste Ketzer könnte man sagen, und Crucius und Klaue begegnen sich. Hier ist immer noch ein Unterschied, denn Korax kämpft, um zu töten. Lorga, trotz all seiner gerade beschriebenen, sage ich mal, Attribute, um zu überleben, denn Lorga ist letztendlich ein Prediger und Korax ein Krieger. Oh, ich bin auf eine Taste gekommen. Verzeihung. Wie kannst du nur? Ja, Korax beschimpft Lorga und fragt ihn nach den Gründen des Verrats. Und Lorga erzählt ihm von den Zukünften, die er gesehen hat, von Visionen, vom goldenen Thron, einem Leichnam auf ihm, ein Imperium in der Sklaverei. Und Korax verpasst ihm als Antwort einfach eine Narbe im Gesicht. Und unabhängig davon, wie er sich erholen mag, diese Narbe trägt Lorga bis heute. Somit ist das perfekte Gesicht des Goldenen jetzt nicht mehr ganz so perfekt. Und wie schon gesagt, Korax ist ein Krieger, Lorga ein Gelehrter. Und Korax ist schneller, stärker und besser. Letztendlich unterläuft er die Deckung und spießt Lorga auf. Seine Klaue durchdringt den Magen, tritt am Rücken wieder auf und Korax hebt ihn hoch. Das ist eine schlimme Wunde, aber noch nicht so krass vernichtend, wie es für einen Sterblichen wäre. So befriedigend im Buch, diese Szene. Und Lorga wirkt daraufhin Korax. Und Lorgas Stirn kracht gegen Koraks Gesicht und zertrümmert seine Nase, doch er kann sich nicht befreien. Der Rabenfürst weicht nicht, selbst bei einem zweiten, dritten und vierten Kopfstoß, die seine durchaus zarten Gesichtszüge dezimieren. Und dann reißt Korax die Klaue heraus und Lorga geht auf die Knie, hält sich seinen blutigen Bauch. Und Lorga schreit ihn an, dass er niemals ein Krieger sein wollte, dass er immer nur Prediger sein wollte. Und Korax Klaue fährt hernieder und wird gestoppt. Und er schaut auf eine weitere Klaue, dreht sich um und blickt direkt ins lächelnde Gesicht des Nighthaunters. Und Kurs sieht Korax an und sieht Lorga an und befiehlt Lorga, sich von seinen Knien zu erheben, denn er sei angewidert von seiner Feigheit. Und wenn man sich die beiden jetzt mal so anschaut, also Kurs und Korax, beide Clownkämpfer, beide schwarze Haare, beide bleich und beide irgendwie so ein bisschen zurückgehalten, der eine eher wahnsinnig und der andere halt auf seine eigene Weise, aber auch ein bisschen melancholisch vielleicht. Naja, haben wir hier zwei Seiten einer Medaille und die sind sich sehr ähnlich. Aber dazu kommen wir gleich noch, denn Korax zündet die Reserve von seinem Jump Pack. Ich habe übrigens keine, es ist ein Sprungmodul, oder? Ja. Auf Deutsch? Ja, ich war bei Jump Pack, genau. Also, er zündet die letzten Reserven seines Sprungmoduls, um diesem Zweikampf zu entkommen. Und um sie herum kämpfen die Krieger in Grau und Schwarz. Letztendlich können sich die Salamanders und Ravengard zusammenschließen und die Stellung noch eine Weile halten. Sie schaffen es sogar relativ dem Abschlachten eine Weile zu entgehen, indem sie einfach sehr guten Widerstand leisten. Aber ihr Widerstand wird gebrochen, nämlich von Montarion und Angron, die angreifen. Noch keine Dämonenprimarchen, aber das reicht auf diesem Schlachtfeld völlig aus. Und ich muss mal sagen, mit Ausnahme zum Beispiel der ein paar Chaosmaschinen und hier der Emperor's Children, ne, war das ja noch ein ziemlicher Kampf auf Augenhöhe, muss man ja mal sagen. Also das war ein sehr weltlicher Nicht Krieg. Ganz auf Augenhöhe. Also
Ja, weltlich ja, aber die Verräter waren den Loyalisten doch definitiv überlegen. Erstens haben die Iron Warriors halt eine befestigte Stellung errichtet. Die haben die Fluchtmöglichkeiten der Loyalisten zerstört. Die Loyalisten waren fertig vom Kampf. Und die Verräter hatten technologische Vorteile. Und zwar extra auf Astartes-Rüstungen ausgelegte Boltgeschosse, die halt, Ah ja, die. ja, die halt dafür gesorgt haben, dass, also dieses Boltgeschoss penetriert, also es ist dafür gemacht, um Astartes-Rüstungen zu durchdringen. Und diese Art von Munition hatten die Loyalisten halt einfach nicht. Also der Punkt ist aber, was ich eher so meine, also klar, wenn die zweite Welle rankommt, dann ist es vorbei. Aber das ist halt noch ein, also wenn man sich gerade Siege of Terror reinliest, was halt einfach absolute Dämonen-Fick-Scheiße ist, also das ist richtig übel am Dreck. Und sich jetzt diesen Krieg anguckt, das ist noch ein sehr weltlicher Krieg. Und da ist noch nicht viel, da ist noch nicht viel Chaos, Hexerei und so ein Kram und so. Da, zu der Zeit ist ja auch Russ noch, ist ja auch, Mann, Magnus zum Beispiel noch gar nicht dabei und all sowas. Naja, aber letztendlich, Mortarion und Angron greifen an und der letzte Widerstand oder der letzte Insel des Widerstands wird von dem Imperator Titan Dice Irae, den ich immer noch sehr interessant finde, gebrochen. Und letztendlich teleportiert sich Hoth selbst auf das Schlachtfeld und wütet unter den Loyalisten. Die Raven Guard versucht indessen zu entkommen. Sie wollen keinen verzweifelten Widerstand leisten, das wird sowieso nichts mehr. Es gelingt allerdings nur vereinzelt. Denn, wie gesagt, auch ihre Flotte im Orbit, wie Max gerade schon erwähnt hat, wird weitgehend vernichtet. Die sind einfach absolut in der Überzahl oben, also die Verräter. Und Korax schafft es sogar an Bord eines Thunderhawks. Und jetzt ist der Punkt, ich dachte erst damit entkommen, aber nein, der wird abgeschossen und stürzt halt am Rande des Orgai-Plateaus runter. Er überlebt das und es gelingt ihm tatsächlich, seine Überlebenden zu sammeln und sich mit ihnen in die Hochebenen der umliegenden Hügel zurückzuziehen. Und dort verstecken sie sich. Das gelingt so 30 Tage und Korax erkundet mit seinen Fähigkeiten das Schlachtfeld und sucht halt seine Brüder und seine Männer, aber kann nichts finden. Und die Verräter machen halt Tabula Rasa, also jagen die letzten Loyalisten und so weiter. Ja, nach 98 Tagen ist dann das Versteckspiel endgültig vorbei. World Eaters stellen Korax und die letzten Überlebenden. Und sie richten sich auf ein letztes Gefecht ein, stehen praktisch in so einer Senke, die World Eaters rennen auf sie zu und ja, das wäre es dann halt gewesen, weil Korax denkt nicht dran, sich zu ergeben. Aber plötzlich werden die World Eaters zersprengt und bombardiert, nämlich von loyalen Raven Guard Thunderhawks. Und die schaffen es, die Verräter zurückzutreiben. Das ist nämlich eine verzweifelte Mission von Captain Bran oder Brain, wie man ihn aussprechen möchte, um Korax zu fliehen, zu finden und halt zu retten. Und letztendlich können die verbliebenen Marines entkommen, was nicht gerade viele sind. Zu der Zeit komme ich später noch. Möchtest du noch was zu deiner Flucht sagen? Weil du hast noch irgendwas mit verschwundenen Schiffen angesprochen. Ja, genau. Und zwar, im Grunde genommen, Bran ist der gewesen, der auf der Deliverance zurückgelassen wurde. Der kam zur Hilfe von Korax. Der hat von dem ganzen Scheiß eigentlich gar nichts mitbekommen. Der konnte nicht wissen, dass die Verräter, was die Verräter dort angestellt haben, weil das wusste damals halt nur Nathaniel Garrow. Und der war damals noch auf dem Weg zu Dorne. Aber einer der menschlichen Offiziere von Bran hatte eine Vision, und zwar immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und zwar von einem, ich sag mal, nach Hilfe rufenden Raben, so in der Dunkelheit. Und ja, Bran ist daraufhin aufgebrochen, gegen seine Befehle übrigens, muss man auch mal sagen, wir hatten sie ja letztens mit Befehlen und irgendwo auf Planeten bleiben, bla bla bla. Gegen seine Befehle aufgebrochen nach Istvaan, um dort den guten Korax zu extrahieren. Und die sind aus dem Istvaan-System rauszukommen, war gar nicht mal so einfach, weil da waren halt ein paar Verräterlegionen in voller Stärke vorhanden. Und das heißt, sie sind tagelang, also normalerweise brauchst du, um zum Warp-Sprungpunkt aus dem System zu kommen, so, ja, knapp eine Woche ungefähr. Und das heißt, die sind da nicht tagelang, die sind da wochenlang.
in diesem System noch rumgeflogen, mit diesen Tarnfeldern, weil sie erst noch nach Istvan 6, glaube ich, geflogen sind, um da nach Männern zu suchen, also nach Schiffen zu suchen. Und haben da aber nichts gefunden und sind dann halt raus aus dem System geflohen. Es am Ende, also man findet raus, als Leser findet man raus, dass das Ganze von Alpharius und Horus so eingefädelt wurde, weil Alpharius ein paar Überraschungen in Korax Ravengard eingeschleust hat. Deswegen wollte er, dass die Ravengard entkommt oder zumindest dass Korax entkommt von diesem Planeten. Was eigentlich total interessant ist, finde ich gerade bei der Ravengard, auch wenn wir da bestimmt nachher nochmal kurz drüber sprechen. Das ist so eine auf Geheimhaltung, also nicht Geheimhaltung, aber auf Guerillakriegs- und verdeckte Kriegsführung ausgerichtet und die Alpha Legion kann die einfach immer wieder infiltrieren. Ja, das ist. Die haben jetzt echt kein Glück. Nee, definitiv nicht. Ey, meine Fresse. Genau. Und also, wie gesagt, die werden halt gejagt und teilweise wirklich hast du Schiffe, die halt auf blind Torpedosalven in die Leere reinballern in der Hoffnung, dass die zu treffen. Aber es war halt hin und wieder auch mal ziemlich knapp. Aber sie schaffen es halt raus. So, bitte. Nun, dann letztendlich ist es so, dass Korax und seine verbliebenen Jungs nach Deliverance zurückkehren. Und Korax ist durchaus körperlich geheilt, ist immer halt noch ein Primarch, sag ich mal, hat auch keine fette Verwundung davon getragen. Naja, aber der Verlust von 75.000 Astartes ist nicht so das Beste für seine Psyche. Man muss halt dazu sagen, die Legion ist nicht gerade groß. Also 80.000 Astartes, das ist nicht viel. Ich meine, Gulliman hatte, glaube ich, aus dem Höhepunkt 500.000. Und wenn man da jetzt 75.000 von umschießt, also 5.000 Astartes sind nach heutiger Rechnung immer noch 5 Orden, mag sein, ist aber im Verhältnis der Heresy nichts. Also gar nichts. Allein die Verteidiger des letzten Walds jetzt gerade auf Terra sind 70.000. Also, ja. Und es gibt noch etwas weiteres, was ihn unglaublich belastet. Und nämlich ist das seine Flucht vor Curse. Denn er ist nicht vor Curse geflohen, weil er nicht glaubt, ihn besiegen zu können oder weil er Angst vor dem Tod hatte. Nein, er ist vor Curse geflohen, weil ihm eine Erkenntnis aufgekommen ist, als er, also diese Konfrontation mit ihm ist so ein bisschen länger, da fallen noch ein paar andere Worte, aber es ging ums Wesentliche. Ihm ist in dieser Konversation und in diesem kurzen Zusammenprall mit ihm was aufgefallen, denn ja, er hätte genauso gut auf Nostramo landen können, er hätte genauso gut enden können wie Curse. Und so zu dieser Erkenntnis, dass nur der Zufall und nicht seine eigenen Entscheidungen in dem Sinne dafür gesorgt haben, dass er jetzt auf der Seite der Loyalisten steht und nicht auf der Seite der Verräter, das macht ihn echt fertig. Letztendlich gibt er den Befehl, dass alle Überlebenden sich nach Terra begeben sollen. Nicht alle Überlebenden. Nicht alle, aber die halt, also so stand es halt in den Quellen. Also er fliegt mit dem Schiff, auf dem er untergekommen ist, nach Terra. Die anderen Schiffe schickt er zurück nach Deliverance. Ah, okay. Gut, dann habe ich das falsch recherchiert, dann tut es mir leid. Gut. Auf jeden Fall erreicht er Terra und nimmt auch Kontakt mit dem Imperator auf und erklärt, und dieser erklärt ihm halt zwei wichtige Sachen, nämlich erstens das Rapway-Project, zu dem wir eigentlich auch nochmal was machen könnten, und die Natur des Chaos, definitiv jetzt aber auch. Und der Imperator will auch Korax helfen, seine Legion wieder aufzubauen und offenbart ihm, dass die Überreste vom Primarchenprojekt, also im das Labor, wo er geboren wurde, die sind nicht weg, die wurden nicht zerstört. Die gibt es immer noch unter dem Palast. Und Korax macht sich daraufhin mit einem Trupp von AdMech-Leuten und Custodes auf den Weg. Und ja, das Problem ist, dass die Fallen halt noch aktiv sind. Und sie erleiden auch einige Verluste, aber letztendlich schaffen sie es durch alle Fallen und können den Genbestand von Korax sichern. Und damit auch technische Informationen und so weiter. Also nicht nur von Korax, sondern von allen Primarchen. Ja, also sie haben das komplette Primarchenprojekt. Und letztendlich können sie nach Deliverance zurückkehren und mit dem Wiederaufbau der Legion beginnen. Nach mehrwöchigen Bemühungen von Korax unter Chefapothekarius Vincent Six und Magus Nexin Oral
Landrias oder Landrias, ja, schwierige Namen von den, ne? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Gelingt es ihnen tatsächlich ein Durchbruch aus der DNA des Primarchen, wurde ein neuer Vorrat an stabiler Astartes Gensaat extrahiert. Der ist sogar noch reiner als vorher, denn das ist wohl die Gensaat, bevor die sich aufgespalten hat. Also extrem beschleunigte Entwicklungsphase und auch ein schneller Entwicklungsplan. 500 Anwärter rein mit dem Zeug und es gibt hervorragende Ergebnisse. Also wirklich, diese Jungs, diese 500 Mann, die haben es drauf. Die haben zwar keine Kampferfahrung, aber die sind viel fähiger als die typischen Space Marines. Die sind halt reiner. Und sie machen auch mal einen Feldtest und kämpfen hier und da mal gegen ein paar Verräter und das klappt mega, mega gut. Und somit, ja, feuerfrei, es steht an sich kein Hindernis mehr im Weg der Revengard, um wieder volle Legionsstärke in relativ kurzer Zeit zu erreichen. Naja, aber dieses Hindernis, das steht nicht im Weg, das ist nämlich längst da, in ihren eigenen Reihen. Und es trägt eine Kennung, nämlich Kennung Alpha. Die Alpha Legion hat es geschafft, die Alpha, die Revengard zu infiltrieren, sowie auch die Tech-Gilden auf Kiawa und lösen dort eine Rebellion aus. Und während die Legion, beziehungsweise das, was von ihr noch übrig da ist, damit beschäftigt ist, diese Rebellion irgendwie zu bekämpfen, schaffen die es, die Gensaat zu verseuchen. Und somit mutieren die nächsten 2000 Legionäre, die Korax halt der Gensaat ausstattet, und werden zu Raptors, also sie bekommen diesen Namen. Und Korax ist halt immer noch von diesem Wunsch unglaublich besät, diese Armee wieder aufzubauen und Rache zu nehmen, und sagt, ja, okay, mutiert alles scheiße, aber ihr gehört trotzdem zur 19. Und ja, das Problem ist, dass jetzt nicht nur da ein Haufen mutierte Legionäre sind, sondern dass die Alpha Legion auch noch die Gensaat geklaut hat. Und es gelingt zwar der Revengard, Kiawa zurückzuerobern mit der Hilfe von den mutierten Marines. Die sind loyal durchaus, aber naja, geistig nicht so ganz da, und hin und wieder drehen nochmal welche durch. Letztendlich werden sie nämlich eingeknastet. Und hier ist was ganz Wichtiges, nämlich dass Korax immer, ich würde mal sagen, dogmatischer wird. Also Korax versucht einfach, er ist so fixiert darauf, die Legion wieder aufzubauen und Rache zu nehmen und all sowas, dass er halt viele Sachen manchmal außer Acht lässt. Und letztendlich ist es so, dass er fast in seinen eigenen Tod gerannt wäre, bei einem Vorfall, wo Loyalisten halt bevor die Alpha Legion halt, sag ich mal, diese Gensaat kriegt, hätten sie sie lieber zerstört, wäre aber Korax da rein, um die Gensaat zu retten, hätten sie diesen Turm nicht hochgejagt. Und oder die Alpha Legion hätte ihn vielleicht doch hochgejagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre das eine riesen Gefahr gewesen, und im schlimmsten Fall Primarch weg und Gensaat weg. Der Captain Bran hat ihn dann wieder zur Vernunft gebracht, und da hat Korax dann halt eigentlich gesehen, was seine Abkürzung, sag ich mal, ihm eingebracht hat, nämlich einen Haufen mutierte Gensaat-Söhne und sehr viel Tod, und nur weil er versucht hat, den schnellen Weg zu nehmen. Ja, Kiawa ist letztendlich dann zurückerobert worden. Und Korax gibt am Ende das schnelle Programm auf und kehrt wieder zur traditionellen Weise zurück. Das heißt, Aspiranten auswählen, langwierig trainieren und dann zu einem Space Marine machen. Das führt dazu, dass die Revengard, zumindest unter Korax, nicht mehr wirklich aktiv in der Horus Heresy ist. In Legionsstärke ist seit davon sowieso keine Rede mehr. Es gibt welche, die noch einen Unterschied machen, sage ich mal, und die hier und da noch nämlich dabei sind. Das sind die Shattered Legions, also man könnte sagen, das ist eine Legion zusammengebaut aus den Überlebenden von Istvan. Das ist ein Teil Revengard, Salamanders und ein großer Teil Iron Hands, die das auch anführen, die natürlich besonders sauer sind und sackig, weil sie ihren Primarchen verloren haben. Aber ja, auch die werden natürlich irgendwann aus dem Spiel genommen von den Verrätern. Und ich glaube, der letzte, der noch wichtig ist und über den wir bestimmt vielleicht irgendwann mal eine Folge machen können, ist Sharokin. Der schafft es bis nach Terra mit ein paar von den Shattered Legions. Und ja, das ist soweit die Geschichte der Revengard in der Horus Heresy. Shattered Legion und Sharokin, das sind Geschichten für einen anderen Tag. Ja. Ja, definitiv für einen anderen Tag, weil wie so vieles bei uns, ja. Ja, Heresy
Hast du noch was anzumerken? Nein, im Grunde genommen hast du alles, was mir jetzt zumindest einfallen würde, spontan erwähnt. Hin und wieder haben, also Korax hat im Grunde genommen schon einen echten Zorn gehabt auf die Verräter, logisch. Und er begnügte sich dann damit, seine Guerilla-Taktiken fortzusetzen. Hat häufig Nachschublinie etc. gestört, aber ansonsten, ja, wie du gesagt hast, konnten sie leider nicht viel tun. Und des Weiteren, Korax ist genau wie Lehman Russ niemand, der auf einer Mauer steht und darauf wartet, dass sein Gegner kommt. Das heißt, auf Terra wäre er eigentlich auch nicht ganz so sinnvoll. Es sei denn, er macht dasselbe wie Jagatai. Das wäre was anderes. Ja, es ist halt, ich glaube halt, das ist so eine Sache, die wir uns gleich nochmal, über die wir gleich nochmal reden müssen allgemein. Ravengard, Heresy und so weiter. Aber ich würde sagen, bringen wir die Geschichte des Rabenlords erstmal zu Ende. Ja, natürlich. Jetzt muss ich hier gerade, hat mein Tablet gesagt, fick dich. Ja, im Grunde genommen kann ich euch aber, ist es nicht viel, was nach der Heresy passiert ist. Also wir wissen ja alle, Imperator ist jetzt Gemüse auf dem goldenen Thron. Alles Kacke. Wir verfolgen die Verräter, drängen sie ins Auge des Schreckens und fertig. Ja. Der gute Korax sitzt jetzt zu Hause auf Deliverance und überlegt, was soll er jetzt mit diesem Raptor Project tun. Weil ja, viele haben sich zwar ja, bewiesen im Kampf, durchaus, aber es sind im Grunde nur Mutanten etc. und am Ende entschließt er sich dafür, ihnen allen die Gnade des Imperators zuteil werden zu lassen. Sprich, er richtet sie hin. Alle. Ohne Ausnahme. Damit ist das Raptoren-Projekt beendet und ihm macht das völlig fertig. Er schließt sich ein in diesem Ravenspire und isoliert sich komplett für ein komplettes Jahr. Also er ist ein Jahr lang, ist die Raven Guard, das was von ihr übrig ist, ohne Führung. Nach diesem einen Jahr kommt er raus und bricht auf ins Auge des Schreckens. Also er zieht los und geht ins Auge des Schreckens Verräter jagen. Also zumindest ist das das, was man vermutet, was am nächsten liegt. Und zwar geht er hier mit den Worten Nevermore, bricht er auf. Nevermore sind die letzten, oder niemals wieder, Nevermore sind die letzten, nimmermehr, sind die letzten Worte, die man von ihm hört. Das Lustige ist, wir waren ja vorhin dabei, Corvus Korax, ja, griechisch Corvus oder Korax, eins von beiden, ich weiß es gerade nicht, für Rabe, und Corvus Korax ist der gemeine Rabe, nenne ich ihn jetzt mal, also die Latein, der Fachbegriff für den gemeinen Raben. Und diese beiden Worte, Nevermore, das sind die letzten Worte aus dem Gedicht The Raven von Edgar Allan Poe. Das finde ich total witzig. Ich wollte mich auch gerade darauf hinweisen. Ja, und ich finde, das ist, also, weißt du, Corvus Korax dachte ich mir so, ja, mein Gott, Alter, schlechteres Versatzstück geht wohl nicht. Aber, dass diese beiden letzten Worte aus einem Gedicht von Edgar Allan Poe kommen, finde ich absolut geil. Das ist wieder was ich feiere. Ja, du nennst jemanden Typ Corvus Korax, der die Legion der Raven Guard anführt und ist schwarz und ja, mein Gott, Alter, also das ist halt mega klischee-mäßig. Es ist halt genauso edgy wie die Wolf Lords der Space Wolves in ihren Wolf Bands und Wolf Werfern und richtig, aber das hat Stil. Das feiere ich. Das finde ich richtig, richtig cool. Das ist halt schon wieder so drüber und so edgy, dass es irgendwie schon wieder. Ja, richtig. Das ist total geil. Ja, also er macht sich auf in den Warp. Man muss jetzt dazu sagen, er ist jetzt im Warp und er schnetzelt sich im Warp durch Verräter durch. Und in dieser Zeit dort mutiert er. Oder zumindest wird das so beschrieben. Ich weiß, Julian. Es ist sehr schwierig zu sagen. Ja, richtig. Wir beide haben da ja eine andere Meinung eigentlich dazu. Ist das wirklich eine Mutation oder
Es ist eine Annäherung. Eine Annäherung an seine eigentliche Gestalt, man weiß es nicht. Das Letzte, was wir von Korax mitbekommen haben, ist, dass er sich mit dem Dämonenprimarchen Lorga angelegt hat und diesen in die Flucht geschlagen hat und ihm hinterher geschrien hat, so nach dem Motto, ich werde dich finden, Lorga! Ja, also im Grunde genommen, er ist auf der Jagd nach Lorga und er will das zu Ende bringen, was er auf Istvan angefangen hat. Er möchte Lorga töten. Und im Grunde genommen, wenn er die Chance dazu bekommt, im Grunde genommen jeden anderen Verräter, Primarchen oder generell Verräter. Und aber mit Lorga verbindet ihn natürlich ein besonderes. Ja, richtig. Genau. Ja, das ist das Letzte, was wir aktuell von ihm wissen. Also zur Form aktuell, er ist nicht mehr ganz Mensch, er wird eher so als geflügelter Schatten beschrieben. Also so im Grunde genommen ein magischer Schattenrabe. Ne, sage ich jetzt mal so. Er wird ja auch manchmal als ein Tornado oder Sturm aus Schatten und Federn beschrieben, glaube ich. Und das ist ziemlich geil, die Beschreibung. Wenn du mich fragst, ich feiere die. Gut, Julian, wir haben jetzt fast 1,5 Stunden über den Dude gequatscht. Was sagst du zu Korax? Wie findest du den? Ich finde, wir haben bei Korax ein Motiv, was wir auch schon bei Jagatai haben. Nämlich jemanden, der nicht gerade viel Lore hatte, der mit der Heresy viel nochmal dazu bekommen hat. Trotz alledem, und Nico, es tut mir leid, kann ich mich für den Boy nicht wirklich erwärmen. Und das liegt einfach daran, dass er ein paar blöde Entscheidungen trifft. Aber das liegt halt aber auch so ein bisschen an den Writern. Ich verstehe ein paar Sachen nicht. Und was ich nicht verstehe, ist, okay, yo, das mit der Legion hat nicht funktioniert. Wir können keinen Unterschied mehr machen. Okay, aber warum sich dann, also sorry, warum am Ende der Galaxis sitzen und sich nicht doch noch mal versuchen, nach Terra durchzuschlagen? Oder irgendwie, und seinem Vater beizustehen. Weil jeder Primarch macht irgendwas letztendlich Bewegendes. Jeder tendiert in die eine oder andere Richtung. Jeder hat einen Bezug zur Schlacht um Terra. Sei es jetzt Jagatai, Dorn und Sangunis, die auf Terra aushalten. Sei es Gulliman und der Löwe, der sich auf Terra zubewegen. Ferus ist tot. Sei es die Verräter, die auch gen Terra schwappen. Oder sei es Lorga, der einfach ausgeschlossen wurde aus dem Pantheon der Verräterprimarchen. Jeder macht irgendwas und Korax sitzt halt auf seinem Felsen und denkt sich so, ja Mann, kacke. Das ist der Emo-Boy. Ja, also das ist für mich auch so ein bisschen so dieser Emo-Boy, der sich halt, ja, ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass man ihm mit dieser Raptor-Story halt nochmal Tiefe verleihen wollte, was geschafft ist, aber der Höhepunkt der Story und hat mir auch Spaß gemacht, das zu lesen. Es hat mir Spaß gemacht, das euch nochmal zu erzählen. Ist einfach eindeutig meiner Meinung nach das Easter von Massacre. Und danach driftet es so aus. Also die Story hat kein zufriedenstellendes Ende, weil das ist auch so der Punkt, dieses Nimmermehr. Why? Ich meine, hätte er gesagt so, ja gut, Legionsaufbau hat nicht geklappt, gut, ich gehe voll Emo, ich gehe runter, knall die letzten Motoren ab und verpisse mich, ja. Nein, er hat noch eine Weile an seiner Legion rumgebastelt und hat dann seine Legion verlassen. Was auch wieder Fragen aufwirft, wann war das genau? War das nach der Schlacht von Terra? Was wusste er? Wusste er, dass der Imperator im Thron überhaupt ist? Und wenn ja, macht es seine Handlung nochmal unverantwortlicher. Ich meine, jetzt braucht es Imperium jeden. Basically, Ferus ist tot, Sangunius ist tot. Die Hälfte der anderen Primarchen ist zum Verräter geworden. Dorn wurde zusammengeschossen. Lion ist verschwunden. Somit sind noch übrig Dorn, Gulliman, Russ und er. Und er nimmt sich halt raus, weil er mit seiner Schuld nicht leben kann, weil er mit seinem Trauma nicht leben kann, was natürlich auch wieder darin, also das passiert natürlich auch nur, weil er mit keinem Menschen geredet hat. Und wenn ich es richtig hatte, auch nicht so wirklich einen Freund unter den Primarchen hatte. Aber das ist jetzt erstmal so mein Denkanstoß. Was hältst du denn vom Mann in Schwarz mit der silbernen Energiepeitsche? Also ich mag ihn. Ich mag auch die Kriegsführung von ihm. Einfach weil er zumindest am Anfang, ich weiß, mittlerweile ist er verzehrt worden vom Hass. Aus meiner Sicht, er war am Anfang ja sehr, sehr darauf bedacht, immer zivile Verluste so klein wie möglich zu halten. Nicht ganz so krass wie die Salamanders,
Aber er hat auch erkannt, dieses notwendige Übel. Das hat er durchaus erkannt, aber er hat sich halt auch immer dafür eingesetzt, dazu versucht, dass Unterdrückung, also Unterdrückung zu unterbinden, etc. Also das fand ich schon ziemlich cool an dem Typen. Ansonsten, ich weiß nicht, er hat diesen Emo-Vibe und also die Phase in meinem Leben ist jetzt definitiv durch, aber irgendwie finde ich den Typen cool. Deswegen frag mich nicht, wieso. Also, Stefan von 1000 Stunden Imperator hat mal die Horus Heresy als so eine Art Zwiebel bezeichnet. Das heißt, um zum Kern der Geschichte zu kommen und zum Hauptplot, zum Siege of Terra, musst du immer mehr Schalen wegnehmen. Und das sehen wir relativ früh, zum Beispiel Ferus Manus wird herausgenommen, er ist eine weitere Schale, er entfällt, die Shattered Legion und die Iron Hands, somit der letzte Impact der Iron Hands, wird irgendwann auch rausgenommen. Und Stück für Stück, selbst in der Siege of Terra, sehen wir das, dass Mortarion und Jagatai sich zum Beispiel gegenseitig rausnehmen. Jetzt im kommenden Buch, oh Mann, es ist jetzt nicht so ein Spoiler, also get over it, wird Angron rausgenommen. Stück für Stück verschwinden mehr Schalen. Und was ich halt einfach interessant finde, was die Horus Heresy Autoren unglaublich toll geschafft haben, ist zum Beispiel Leute wie Vulkan, wo man ursprünglich denken könnte, der ist eine Schale, der fällt raus. Ja, seine Legion ist raus relativ schnell, aber Vulkan selbst ist bis heute relevant für den Plot. Bis jetzt Siege of Terra. Jagatai Khan entwickelt sich von einer unglaublichen Randfigur erst durch die Heresy zu einer Hauptfigur. Und für mich muss ich sagen, der Typ ist mir ans Herz gewachsen wegen seiner Menschlichkeit. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Corvus Corax zusammen mit Aetherius so ein bisschen, sofern da jetzt nicht noch der Mega-Plot-Punkt kommt, könnte er aber sein, sagen ja unsere Theorien auch, ein bisschen gefühltes Stiefkind der Heresy ist. Er ist wie Lorga, sein Purpose ist erfüllt. Lorga stößt die Heresy ran, wird rausgeschrieben, fertig. Gut. Sein hohes, großer Plotpunkt ist vor der Heresy. Und das, was halt mit Corax passiert, sein Plotpunkt ist halt, dass er Dings da fast umbringt und dann noch ein paar Raptors erschafft. Aber das ist alles nicht weltbewegend. Also, was ich sagen will, ist, jetzt mal so serious, ne? Wenn wir jetzt mal ganz hart sind, ne? Wenn Corax auf Istvan getötet worden wäre oder sich in den Warp gesaugt hätte, was hätte es geändert fürs Setting? Am Ende nichts mehr, weil er ja keinen wirklichen Impact mehr hatte. Und das ist mein Problem. Jeder andere Charakter hat das. Selbst Ferus Manus spielt über seinen Tod hinaus eine Rolle. Und jeder Tod eines Primarchen ist für mich irgendwie berührend, aber oder verschwindend oder so. Aber Corvus Corax, ich kann mich mit ihm nicht identifizieren. Der hat keine Freundschaften, der hat nichts, was, wo ich sage, so, ja, cool, sehe ich, möchte ich sein, und das liegt einfach nicht daran, dass mir dieser Charakter auf den Sack geht, es liegt einfach daran, wie er geschrieben ist. Und das finde ich ein bisschen schade, aber es ist ja noch viel Luft nach oben, weil du hast ja das mit dem mit Lorga erwähnt, ja, ne? Das heißt, wenn wir irgendwo einen Hit auf Lorga bekommen würden, würde das im Umkehrschluss auch bedeuten, dass wir wahrscheinlich was zu Corax bekommen. Und der Nico hat, der hat ja ganz lange schon, und ich meine jetzt wirklich lange, immer genervt, dass wir mal was zu den Raven Guard machen sollen, was wir jetzt getan haben, und zu Corvus Corax, was wir somit auch getan haben. Und ja, gib mir den zurück und so. Was glaubst du denn? Wie könnte denn Corax zurückkommen? In welcher Form? Ich und wie, wann? Glaube generell nicht, dass Corax so zum Imperium zurückkehrt oder zur Raven Guard. Dafür ist er meiner Meinung nach zu weit weg. Also nicht im physikalischen Sinne, sondern einfach auch im Mindsetting her. Weil er wird jetzt zu diesem Rabendämon, nenne ich, ich sag jetzt mal, wie es ist, oder wie ich meine, dass es ist, ein Rabendämon. Erstens, es müsste noch eine ganze Menge passieren, damit er anerkannt wird im Imperium. Und ich denke nicht, dass er zum Imperium zurückkommt, weil er, seine Aufgabe aktuell ist es, Lorga zu töten, und das macht er alleine. Da braucht er das Imperium nicht dafür. Also ich denke, Corax ist mittlerweile ein losgelöster Charakter. Und er ist ja nicht weg. So ist es ja nicht. Er ist ja da. Wir wissen ja, dass er noch lebt. Wir wissen auch ungefähr, dass er im Warp ist irgendwo.
Insofern würde ich auch nicht sagen, dass er wirklich verschwunden ist. Weil wir, wie gesagt, wir wissen ja, was er gerade tut. Wir wissen noch nicht, ob er damit erfolgreich sein wird. Aber das wird sich ja Und zeigen. jetzt, okay, eine Sichtweise. Und ich habe jetzt mal eine ganz, ganz andere. Und die wird vielleicht den Ravengard-Fans vielleicht gefallen, denn ich versuche mich jetzt mal daran, Korax ein bisschen Tiefe zu verleihen. Wie du gesagt hast, Korax glaubt, dass seine Aufgabe ist, Lorgar zu töten. Was tut er damit? Letztendlich gibt er absolut dem Hass nach, liest seine Legion zurück, liest das Imperium zurück, um Lorgar zu bestrafen. Ja. Aber Bestrafung macht die Vergangenheit nicht wieder heil. Und es gibt einen weiteren Charakter, der diese Lehre auf die wohl härteste Art lernen musste. Dass Hass nicht die Zukunft retten kann. Beziehungsweise, dass Hass nicht die Vergangenheit ändern kann. Und sie niemals wird. Weißt du, wen ich meine? Nee, gerade tatsächlich nicht. Zu einem kleinen heimlichen Favoriten von mir, Ferus Manus. Diese beiden haben zwei Parallelen, nämlich sie werden relativ schnell aus der Heresy entfernt und sie haben einen deutlich dämonischen Touch. Aber Ferus ist doch tot. Naja, im Master of Mankind beschwört der Imperator Ferus als so eine Art Oberdämon mit einem Kriegshammer ins Netz der tausend Tore. Das heißt, wir haben da so eine Art Verworbung. Eine Verworbung, die auch bei Korax stattfindet. Ich könnte mir denken, dass, wenn Lorgar ins Setting zurückkehrt, was in frühestens 5 Jahren sein wird, ganz ehrlich. Weil jetzt kommt erstmal Angron, dann kommt erstmal Fulgrim, dann kommt wahrscheinlich der Löwe oder Sangunius, je nachdem. Was? Sangunius? Ja, schaut das Video oder die Podcast-Folge. Ich glaube, Folge 19 ist das. Aber dann muss es ja weitergehen. Und ich denke, wir werden vielleicht so eine Art Redemption haben. Wir werden vielleicht ein Ferus-Modell mit Legion of the Damned haben, die halt auch irgendwie zusammen Lorgar jagen. Und dass wir so eine Art Istafan nochmal bekommen. Irgendwas in der Hinsicht. Und was ich mir vorstellen könnte, dass am Ende dieser Storyline eine Art Heilung von Korax ansteht. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal vom starken Warp-Einfluss, dass ihm das rausgesaugt wird. Vielleicht spielt da auch nochmal die Necron-Tech und Besalius Call. Vielleicht auch einen Rust nochmal eine Rolle. Das können wir jetzt noch nicht ermessen. Baum des Lebens. Aber ja, möglich, wer weiß. Ich sehe, also Baum des Lebens, Hashtag Isha, du musst dazu was machen, sonst mache ich da was. ich sehe tatsächlich irgendwann so eine Art, dass die Brüder wieder vereint sind. Und dass Ferus diese Entität im Warp bleibt, weil da sehe ich ihn irgendwie mehr. Ich sehe ihn irgendwie nicht zurückkehren. Ich weiß nicht, warum, auch wenn ich ihn sehr gern habe. Und dass Korax vielleicht so geheilt wird. Ich stelle mir das so vor, so ein Wirbel aus Federn und Schatten, der franselt auseinander und auf dem Boden sitzt dann Korax oder kniet wieder vollkommen normal und wird in den Bund der Brüder eingenommen. Weil für mich ist die Horus Heresy neben den großen Schlachten zwischen Halbgöttern eins, nämlich Charakterentwicklung. Die macht jeder durch. Und Corvus Korax ist bis jetzt von einem außenstehenden Charakter, der sehr eigenbrötlerisch und still war, zu einem weit außenstehenden Charakter geworden, der einfach mit niemandem mehr was zu tun hat und reden will. Und das ist eine Sackgasse, literarisch und ja, persönlich. Und ich denke, da kann nur eine Art Redemption-Arc Sinn machen. Weil allein aus wirtschaftlicher Sicht muss Games Workshop ihn irgendwie zurückbringen, dass er spielbar ist. Und ich sehe nicht zwei Dämonen Ravengard-Legionen, also loyale Space Marine-Legionen. Weißt du? Also neben der Legion of the Damned noch eine, das wird irgendwie ein bisschen komisch. Zumal ja auch er keine Anhänger hat, so gesehen. Naja. Wer weiß das schon, wie es kommen wird. Der Gott-Imperator. Was auf jeden Fall kommen wird. Ja. Und nein, ja, ich weiß auch, es nicht. Auch nicht mal eher, was Primarchen angeht, das ist richtig. Also ist schwierig so, sag ich mal. So beim Löwen könnte ich es mir vorstellen, dass das weiß, aber alle, die so vom Warp verschwurbelt sind, wo er nicht reingucken kann, also Jagatai im Netz. Aber nein, Julian, der Imperator, schwierig. Der Imperator weiß alles. Der steht schon wieder hinter dir, der Typ mit der Knarre, ne? Vielleicht. Ja.
ich werde jetzt mal, wir werden jetzt, glaube ich, einfach mal Schluss machen, weil sonst kommt der mir auch noch zu nah. Außer du hast noch eine Anmerkung zu Ravengard. Es war auf jeden Fall ein interessanter Auswuchs, hat leider meine Meinung zu ihnen nicht so geändert. Ich hoffe noch auf viel mehr von ihnen. Also würde ich mir wünschen, ein bisschen tiefere Geschichte noch. Und ich hoffe, wir konnten ihnen irgendwie gerecht werden, euch einen kleinen Überblick zu leisten. Ich hoffe, Nico hasst uns jetzt nicht, weil sich meine Meinung nicht geändert hat. Oder er hasst uns nicht, weil wir irgendwelche Dinge einfach falsch oder erwähnt haben oder einfach gar nicht erwähnt haben. Kann natürlich auch sein. Ja, also feel free to actually ask. Also wenn irgendwas ist, dann schreibt uns das gerne als Kommentar unter dieses Video oder als privaten Message über Instagram. Oder, was ihr auch machen könnt, ihr könnt auch zu Steady gehen, könnt da eine kleine Spende da lassen, uns unterstützen und dann joint ihr unserem Discord-Server und quatscht genau wie Nico mit uns einfach ganz direkt. Das geht natürlich auch. Die Steady-Werbung haben wir am Anfang nämlich vergessen. Richtig, wir haben generell vergessen, euch zu sagen, dass ihr uns natürlich auf sämtlichen Social Media, sämtlichen Social Media nicht, aber das, was wir haben, folgen könnt. Also Instagram, ihr könnt unseren, YouTube sind wir mittlerweile, wir sind mittlerweile auf Twitch, ja? Ja, richtig, genau, die Twitch-Community wird auch langsam aber stetig größer. Also folgt mir uns da gerne. Ich bin da relativ aktiv. In der Zeit, wo ich kann, werde ich versuchen, immer samstags ab 18 Uhr zu streamen. Ich werde mir da Mühe geben, eventuell noch über Instagram dafür Ankündigungen jeweils aufzuschreiben oder reinzuschreiben. Also noch ein Grund, uns auf Instagram zu folgen. Da seht ihr, wenn ich eventuell live gehe oder wir, das ist vielleicht auch noch geplant. Ansonsten. Und mal so die. Ansonsten, es gibt einen Streamingplan auf Twitch, an dem bastle ich gerade, den werde ich entsprechend anpassen, weil ich. Meine Arbeit ist halt nicht regelmäßig. Das heißt, ich habe mal so Zeit, mal so Zeit, mal so Zeit. Ich versuche mal mindestens einmal in der Woche zumindest live zu gehen, mit euch zu quatschen und ein paar 40K-Games zu spielen oder zumindest an 40K angepasste Spiele. Und ich werde mich definitiv irgendwann mal anschließen, so, wenn mich meine wissenschaftliche Forschung nicht so krass mehr in Beschlag nimmt, werde ich mich auch mal dazu hauen. Vielleicht machen wir da mal was mit der Community, hat ja Max ja schon mal angeteased. Ja. Aber jetzt würde ich sagen, bei 1 Minute 36 ungefähr. Eine Minute 36, ja gut, das klingt... Das passt. Ja, genau. Eine Stunde 36 kann man ungefähr sagen. Die altbekannten Worte, Max. Ja, richtig. Ich habe gerade getrunken. Tut mir leid. Die kann erst mal wagen. Das zerstörte meine perfekte Abmoderation. Naja, da. In dem Sinne, Leute. Kein weiteres Gelaber. Ja. Hydra Dominatus. Hydra Dominatus.